Hey Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallo, und heute haben wir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel vor, Leute. Es ist nach den Streams und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal los auf die YouTuber-Insel und let's go. So, wir joinen direkt einmal drauf. Moment, auch Candy ist jetzt drauf. Ach man, ich komme nicht drauf. So, jetzt aber Leute, denn wir sind direkt einmal bei uns zu Hause. Oh, hier ist ein Piglin in unserem Portal. Aber ich muss euch auf jeden Fall erstmal einiges erzählen. Aber bevor ich das euch erzähle, was am Wochenende krasses passiert ist, werden wir jetzt erstmal nach unten in die Burg gehen. Denn wir gucken mal, ob es unserem Axolotl heute gut geht. Und auch unseren anderen Fischen. Vielleicht kann man das Ganze dann auch Candy gleich einmal zeigen. Deswegen gucken wir mal, was hier los ist. Unser Axolotl ist noch da. Unsere Fische auch. Sehr, sehr gut. Was können wir denn hier... Oh, huh? Oha, Candy ist da. Oha. Hallo, Candy. Hey, Flauschi. Hey, Flauschi, was geht? Was geht bei dir? Gar nichts. Ich habe nichts vor jetzt. Ich chill ein bisschen. Sicher? Ja, ich habe gerade mein Aquarium angeguckt. Willst du es auch mal sehen? Ja, kannst du mir gerne zeigen, aber ich muss gleich weg. Aber ist egal, wohin. Ich habe noch was zu tun. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, alles gut, alles gut. Zeig mir dein Aquarium. Ein bisschen was zu essen. Du siehst sehr hungrig aus. Komm, also, denn ich habe hier gestern ein Aquarium gebaut, das ist richtig krass geworden. Ja. Hier haben wir einmal ein paar tropische... kenn ich? Ja, ich bin noch da. Ich habe hier ein paar tropische ein Fische. Ja. Und hier ein Axolotl. Und ja, das ist richtig cool geworden. Axolotl? Wo ist ein Axolotl? Oha! Ja. Hab ich dir doch gebracht. Ja. Oh, Axolotl. Guck mal hier, cool. Der heißt sogar Candy. Axolotl Candy. Okay, und hier, hier sind Fische. Tropenfische. Hör, das sieht aus wie du. Ey, der ist so ja, der hat sich aufgepufft wie ein Pufferfisch, weil es ein Pufferfisch ist. Heißt der so? Ja, ist Puffy. Okay, ey, cool. Ey, Flauschi, ich sag dir echt viel Spaß. Ich muss weg, ja? Muss dir nachher noch was Krasses zeigen. Ja, darf ich hier die andere Seite auch noch benutzen für ein Gehege? Eigentlich brauchen wir hier so ein bisschen noch... Ja, ein bisschen, also nicht alles kommt weg, nur so ein bisschen. Ja, ist okay. Oha, danke, okay, sehr gut. Wir sehen uns später, Candy. Ciao, Flausch, wir sehen uns, ciao. Der ist irgendwie komisch heute, tschüss. Irgendwie war Candy komisch drauf, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was da los sein könnte. Ich werde jetzt erstmal kurz nach Hause gehen und einmal kurz schlafen. Und dann erzähle ich euch, was alles am Wochenende passiert ist. Denn es gab krass viel, was passiert ist. Einige Basen wurden zerstört, richtige OP-Items wurden gefunden, aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Jetzt erstmal ein Nickerchen machen. So, und zwar werde ich euch jetzt ein bisschen was erzählen, was hier alles passiert ist am Wochenende. Denn zum einen hat Sue Lucas Base gefunden, Lucas und Amir Base, und hat da alles ganz schön auseinandergenommen. Denn Lucas hatte seine Rüstung ausnahmsweise mal außersehen in einer Kiste vergessen gehabt. Und jetzt ist seine komplette OP-Rüstung einfach weg. Und sie hat die ganze Base dann auch noch zerstört gehabt. Das ist natürlich nicht so cool und deswegen müssen wir natürlich gucken, dass das uns nicht auch passiert. Denn wir sind ja auch teilweise verbündet mit Lucas und Amir und auch Max und Candy. Das ist ja, sind ja die Ritter und die Wasserkrieger. Wir gehören ja derzeit noch zu den Rittern. Beziehungsweise zu dem Königreich-Dingsbums da. Aber deswegen müssen wir gucken, dass uns das nicht auch noch passiert. Und unter anderem ist, glaube ich, auch der Villager betroffen. Den habe ich zumindest vorhin nicht mehr dort gesehen, wo er eigentlich war. Ich weiß jetzt nicht, ob Lucas und Armin den irgendwo anders hingebracht haben oder Sue den entführt hat. Das war natürlich sehr unpraktisch, denn der hat einfach Mending. Und Mending ist so das Wertvollste, was man gerade hier so kriegen kann. Aber zum anderen habe ich auch noch etwas anderes gefunden. Und zwar war ich vorhin im Stream ein bisschen mal mit diesem Pinsel hier unterwegs. Und damit kann man im Sand und Gravel manchmal so anderen Sand und Gravel sehen. Das ist natürlich ganz schön schwer zu beschreiben gerade. Aber ich habe damit was richtig, richtig Krasses gefunden. Und zwar dieses Ei hier. Uiuiui, jetzt habe ich außerdem hier mein Inventar geöffnet. Dieses Ei, das ist nämlich das Sniffer Egg. Damit kann man ein großes Tier spawnen, ein Schnüffler, und dieser kann dann Sachen ausgraben. Und darum werden wir uns heute kümmern. Das ist unser neues krasses Haustier. Der kann nämlich zum Beispiel so Blumensamen aus der Erde rausgraben. Das sieht auf jeden Fall richtig lustig aus. Das möchte ich auf jeden Fall heute dann auch noch beobachten, wie der das macht.
Deswegen müssen wir jetzt direkt anfangen. Denn, wie ihr gerade schon mitbekommen habt, habe ich Candy nach einem Gehege in der Burg gefragt, gegenüber von den Aquarien. Und das werden wir benutzen, um dort den Sniffer auszubrüten. Und deswegen werden wir uns hier erstmal ein bisschen Sand und Erde schnappen. Und auch ein bisschen Stein, den habe ich hier nämlich auch schon vorgegraben. Und dann werden wir dem kleinen Snifferchen mal ein ganz schönes Haus machen. Auch hier mit ein paar Blümchen und sowas alles. Und ich denke, das könnte dann richtig, richtig cool aussehen. Deswegen werden wir uns darum jetzt als allererstes einmal kümmern. Und da brauchen wir jetzt erstmal hier dieses ganze Zeug, noch ein bisschen Knochen. Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt schon einmal rübergehen und das Ganze anfangen zu bauen. So, ich bin nämlich echt gespannt. Ich habe den noch nie wirklich so im Spiel gesehen, den Sniffer. Und ich denke, der ist richtig süß, gerade wenn er am Anfang auch noch ein Baby ist. Also wir werden da einige Zeit verbringen müssen, um zu sehen, wie der ausgewachsen aussieht. Denn das dauert relativ lange, soweit ich das weiß. Aber jetzt werden wir hier erstmal gegenüber von dem Aquarium auch hier aufgraben. Und dort wird dann der Sniffer sein. Auch gegenüber hier wird dann die andere Wand entstehen. Also genau wie dort drüben auch. Habe ich jetzt hier wieder Redstone kaputt gemacht oder so? Nee, zum Glück nicht. Sonst schnauzt mich Candy hier wieder an. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das ganze Wasser hier weg. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Wasser und das Feld entfernt habe. So Leute, das hier wird nämlich das Gehege werden. Wir müssen hier nur noch warten, bis das Feld zu normaler Erde wird. Und in der Zeit würde ich sagen, füllen wir hier einmal die Wand auf. Es wird auf jeden Fall richtig cool hier werden, denn da wird auf jeden Fall einiges an Auslauf haben. Hier müssen wir nur noch gucken, wie wir das hier mit dem Wasser machen. Ich denke, dass ich einfach hier zwei Wassereimer reinmache, so. Dann wird das Feld hier nämlich auf der Seite trotzdem noch bewässert. Und hier müssen wir jetzt einfach nur die ganze Erde einmal wegmachen. Ah, oh Mann ey, jetzt war hier ein Creeper. Aber das ist nicht so schlimm, Leute. Ich habe mich nur super doll erschrocken. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt hergekommen ist. Der ist bestimmt hier irgendwo gespawnt, aber hä? Macht gar keinen Sinn. Aber ich würde sagen, wir bauen hier jetzt einmal kurz die ganzen Felder ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier alles Erde ist. Und wir müssen hier auf jeden Fall auch noch Gras hinbekommen. Das könnten wir vielleicht durch die Kühe und Schafe auf der anderen Seite hinbekommen. So, hier habe ich nämlich jetzt eine Verbindung hergestellt. Da müssen wir nur noch warten, bis das Gras rübergewachsen ist. Und ich würde sagen, wir werden hier schon mal eine Scheibe davor platzieren. Denn wir müssen das Sniffer-Eck hier schon mal platzieren, damit das am besten so viel Zeit wie möglich hat. Boah, das ist voll riesig. Und während das dann wächst, werden wir einmal das Ganze dekorieren. Wir müssen nur gucken, hier haben wir noch Sand, okay, aber wir brauchen noch Lava, damit wir den Sand hier auch braten können. Und ich denke, wir werden hier auch einen kleinen Bereich mit Sand auffüllen. Hier vorne so ein bisschen was. Damit das hier einfach auch mega schön aussieht. So, hier so einen kleinen Bereich mit Sand. Der Rest wird dann Gras. Und hier mache ich auch ein bisschen Wasser rein. Der Sniffer wird es hier auf jeden Fall sehr, sehr schön haben. Ich muss einmal kurz Wasser aus dem Fischaquarium holen. So, das wäre erledigt. Dann gehen wir mal wieder runter. Wir können hier einfach runterspringen. So. Und da seht ihr auch schon, das Gras ist sogar schon verbreitet. Das heißt, wir können hier wieder zumachen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich hier das Gras ausbreitet und dass der Sniffer ausschlüpft. Das ist so ein Riesenei. Moment, ich stelle mich da mal daneben. Guck mal, wie groß. Das ist fast so groß wie ich. Oha. Aber da müssen wir jetzt noch drauf warten. Hier vorne müssen wir noch die vorderste Reihe mit Fichtenholz machen. Das habe ich sogar dabei. Und dann müssen wir hier nur noch das Glas platzieren, warten, bis das Gras verbreitet ist, damit wir weiter dekorieren können. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das Glas brät hier durch. Sehr gut, da können wir auf jeden Fall hier schon mal zwei Reihen fast platzieren. Hier werden wir jetzt am besten einmal ein bisschen dekorieren. Hier kommt nämlich noch ein Baum rein. Den lasse ich, glaube ich, erst fertig wachsen, wenn der Sniffer auch hier geschlüpft ist. Und dann können wir hier einmal ein bisschen Seegras reinmachen. Dann hole ich noch die anderen Sachen, womit ich dekorieren kann. Zum Beispiel hier auch ein bisschen Zuckerrohr. Das kann man hier nämlich auch drumherum platzieren, so ein bisschen. Und für die restlichen Sachen muss ich einfach warten, bis das Gras sich verbreitet hat. Und dann kümmern wir uns jetzt mal kurz um das Glas. Und dann warten wir, bis das Gras sich verbreitet hat, wie ich gerade schon gesagt habe. Denn vorher können wir leider nicht weiter dekorieren. Wir könnten mal noch eine Tür besorgen, die wir dort reinbauen können, damit wir da immer problemlos rein können. Denn wir müssen da ja auch Items rausholen, denn der gräbt ja Sachen aus.
Und deswegen brauche ich jetzt hier einmal kurz ein bisschen Holz. Okay, hier ist kein Holz mehr drin. Dann muss ich einmal kurz nach oben. Ich gehe kurz das restliche Zeug organisieren. Und dann sehen wir uns auch gleich schon wieder. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall noch ein Schild hingehangen. Sniffy der Sniffer wird das ganze Ding hier heißen. Der Sniffer eben. Jetzt machen wir hier noch eine Tür rein. Denn dann kann der hier ausbrüten. Ich mache hier einmal einen Screenshot für mich zur Erinnerung, Leute. So, das wäre einmal erledigt und dann müssen wir jetzt echt einfach nur noch warten, bis sich das Ganze hier weiter verbreitet hat. Ich kann hier einmal noch ein bisschen so ein paar Hecken reinmachen, aber ich denke, den Rest machen wir wirklich erst, wenn er geschlüpft ist. Hier können wir hier noch ein bisschen von dem Weizen verteilen, damit wir auch noch ein bisschen ein kleines Feld haben. Und eben bei dem Ziffer drinnen möchte ich auch ein, zwei Sachen hier eben mit der Steinhacke umhaken und dann dort ein bisschen Weizen reinsetzen. Hier zum Beispiel jetzt Weizen und das möchte ich dann hochzüchten. Und hier zum Beispiel auch. Aber wie gesagt, den Rest machen wir dann wirklich erst, wenn der Sniffer geschlüpft ist. Und dafür muss ich jetzt erstmal warten. Leute, das Ei ist gerade angecrackt. Es ist angecrackt das erste Mal. Wir warten weiter, Leute. Sehr krass. Vielleicht blende ich euch hier eine kleine Timelapse ein. Ich habe mich jetzt gerade nochmal erkundigt, der schlüpft schneller, wenn er auf Moosblöcken ist, aber wir haben keine Moosblöcke. Deswegen muss es jetzt leider einfach nur bei dem Gras bleiben. Der braucht da ungefähr 20 Minuten, bis er geschlüpft ist. Das heißt, auf jeden Fall in dieser Folge sollte er noch schlüpfen. Ich habe ihn ja ungefähr vor 10 Minuten schon platziert, das heißt, die Hälfte von der Zeit haben wir schon mal um. Und deswegen holen wir uns jetzt hier einmal noch Gras wollte ich gerade schon sagen. Das Glas, aber haben wir hier noch mehr Sand irgendwo drin? Nee, ich glaube nicht. Und so viel Zeug allgemein haben wir auch nicht mehr. Vielleicht hat Candy noch ein bisschen Sand. Einmal kurz hier reingucken. Hat Candy Sand? Oder Glas? Candys Kisten sind ja sowas von unaufgeräumt. Hier ist 2 Sand, hier ist nochmal 4 Sand. Das sollte, glaube ich, reichen. Und dann warten wir jetzt einfach weiter. Eine Timelapse geht übrigens noch nicht, ist nämlich ziemlich langweilig, weil da passiert halt wirklich die ganze Zeit einfach nichts. Leute, der zweite Crack ist passiert. Es ist jetzt schon ein bisschen kaputter, aber bald schlüpft es auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht, wenn der Sniffer da rauskommt. Ich bin noch am Warten, ich habe jetzt noch 47 Minuten Zeit. Bis dahin sollte er auf jeden Fall geschlüpft sein, Leute. Ich habe mich jetzt übrigens dazu entschlossen, dass ich den Baum quasi selber baue. Also ich gehe kurz ein bisschen Holz holen und dann baue ich den Baum da selber rein. Denn ich denke, dass ich den gar nicht hochzüchten könnte dort. So, deswegen einfach hier kurz. Ich muss einmal kurz hier in den Dschungel. Ich glaube, das ist ein Eichenbaum auch schon. Dann brauche ich da aber eine Schere, damit ich die Blätter davon bekomme. Deswegen gehe ich jetzt erst nochmal kurz zu mir nach Hause und hole eine Schere. Aber ich hoffe, ich verpasse jetzt den Sniffer so lange nicht, denn das möchte ich echt gerne sehen, wie der schlüpft. So, Schere ist organisiert, ich muss mich jetzt echt beeilen. Oh, Russik ist im Bett, okay, ich lege mich auch kurz hin. So, jetzt kann ich nämlich reinlegen, denn Candy hat das Spiel kurz verlassen und jetzt schläft auch Russik und ich schlafe auch. Sehr gut. Okay, dann kommen wir jetzt ganz schnell zu dem Eichenbaum und ich hoffe so sehr, dass wir es nicht verpassen. Es wäre so ärgerlich, wenn ich es jetzt verpassen würde, wie der schlüpft. Aber selbst wenn, könnten wir es dann nicht mehr ändern. Ich muss natürlich auch für Deko sorgen hier bei ihm. So, deswegen beeilen wir uns jetzt einmal hier ganz kurz. Ist auch egal, wie viel Fallschaden wir jetzt hier bekommen. Erstmal kurz die Blätter hier absäbeln. Hier, so mit der Schere. Ich denke, das reicht. Und jetzt noch das Holz, das brauche ich nämlich auch. Und jetzt müssen wir uns ganz schnell beeilen und wieder rein zu Sniffy dem Sniffer. Wenn ihr übrigens andere Namensvorschläge habt, dann schreibt ihr auf jeden Fall gern in die Kommentare. Denn Sniffy ist ein bisschen unkreativ, muss ich ehrlich sagen. So, dann gucken wir mal. Bist du schon geschlüpft? Nein, okay, sehr gut. Schon gedacht, dass er geschlüpft wäre, aber nicht so schlimm. Deswegen so einmal hier das Holz. Jetzt werden wir hier quasi den Baum hoch bauen. Und dann kommt hier jetzt die Blätter dran. Soll natürlich aussehen wie ein originaler Minecraft-Baum. So. Oh, ein Blatt habe ich zu wenig, aber nicht so schlimm, das sieht man von vorne nicht. Das sieht doch aus wie ein richtiger Minecraft-Baum, der halt in der Decke feststeckt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir warten immer noch, bis hier das Gras verbreitet ist. Aber ich denke, wir können hier mal ein bisschen Knochenmehl schon mal machen. Es muss auf jeden Fall noch ein bisschen nach ganz vorne sein, damit das richtig schön aussieht. Wir gucken uns das Ganze jetzt auch einmal von vorne an. Und dann müssen wir wirklich nur noch warten, bis er geschlüpft ist. Ich finde, das Gehege sieht richtig, richtig schön aus.
Oh mein Gott, Leute, guck mal, was hier passiert ist. Er ist Sniffer ist geschlüpft und er sieht so süß aus. Das ist jetzt gerade erstmal der Baby-Sniffer. Der wird auf jeden Fall noch groß. Aber, jetzt platziere ich hier gerade ganz viele Fackeln. Guck mal, wie süß er aussieht. Hallo, Sniffy. Da, du bist Sniffy, der Sniffer. Oh, wie süß er aussieht. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er groß wird. Guck mal, wie süß er ist. Hallo, ja, ich bin deine Mama. Ja, sniff mal schön. Guck mal, wie er seine Nase bewegt, Leute. Achtung. Jetzt guckt er mir genau ins Gesicht. Und schnüffel mal ein bisschen. Schnüffel, ja. Sehr gut. Aber du musst hier unten schnüffeln. Sobald du gewachsen bist, kannst du auch Sachen ausgraben. Er ist so niedlich, Leute. Schreibt auf jeden Fall einen Namen dafür in die Kommentare. Wir warten jetzt nur noch, bis er groß geworden ist. Er macht so süße Geräusche auch. Und er hat so große Schlappohren. Das sieht man auch nur von vorne. Oh, der ist so niedlich mit seinen 6 Füßchen. Guckt euch das an. Während ich jetzt hier einmal warte, schreibe ich einmal Candy, was er gerade so macht. Was er hat gerade sogar in den Chat geschrieben. Denn ich möchte ihm unbedingt meinen Sniffer zeigen. Der ist immer noch klein. Deswegen warte ich hier auch immer noch, bis er groß wird. Auch nur noch ein bisschen Gras muss ich verbreiten. Dann ist hier alles komplett fertig. Und deswegen warte ich jetzt einfach mal noch, bis vielleicht auch eine Antwort von Candy kommt. Und ich möchte immer noch, dass er was für mich ausgräbt. Wir haben jetzt noch... Oh, das wollte ich jetzt nicht nochmal in Candy schreiben. Wir haben jetzt auch 27 Minuten Zeit. Deswegen warten wir einfach mal. Ich schreibe Candy jetzt, hi, hab was richtig Cooles. Das musst du dir auf jeden Fall so schnell wie möglich anschauen. Und jetzt warten wir einfach mal, bis er groß wird. Und ich möchte unbedingt, dass er was ausbuddelt. Bitte, bitte, bitte. Was ist denn jetzt gerade passiert? Guckt mal im Chat, Leute. Candy wurde von Rustik erschossen. Oha, hä? Was ist denn jetzt passiert? Candy musst du doch eigentlich hier irgendwo gespawnt sein, oder? Musst du Candy nicht hier irgendwo im Schloss sein? Candy! Hier ist Lami, aber hier ist kein Bett oder sowas. Candy! Ich weiß nicht, wo Candy gespawnt ist. Vielleicht im Prinzessinnenturm oben? Candy! Ich glaube, er ist hier nicht, Leute. Oh, komisch, was da auch immer passiert ist. Komisch, aber egal. Ich würde sagen, wir warten weiter. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. So, Leute, so langsam sollte Candy echt mal kommen. Ich schreibe ihm nochmal. Candy, wo bleibst du? Warte, bleibst du? So richtig nervös schreibe ich ihm jetzt. Und da bin ich auch schon. So, hallo. Wo bist du? Wo bist du denn? Hallo? Flauschi. Warte, ich komme raus, warte. Flauschi, wo bist du denn? Hier im Flur. Hä? Hier. Flauschi, wo? Hier, hinter dir. Aua. Hallo? Ja, ja? Was ist denn hier? Ach, da bist du, okay. Ich hab dir, ich hab was richtiges, wichtiges dir zu zeigen, Candy. Das ist das Krasseste, ja, was du je in Minecraft gesehen hast und es wird dich vom Hocker hauen. Okay, ich bin sehr gespannt. Hast du dein Fenster zu? Ja, komm mit, Candy. Okay. Denn ja? Guck hier nach links. Was ist das? Das ist der Sniffer, eine Sniffy, Blume? Der Sniffer. Was heißt das? Ist das eine Blume? Nein, was ist das? Das ist ein Tier, Candy, komm mit rein. Was redest du, hä? Komm. Haben wir Mods jetzt, oder was? Hä? Nein, das ist von Minecraft. Geh, bleib mal weg. Geh weg mit dem Tier. Ich komm hier rein. Dem. Komm, Sniffy, komm, wir gehen zu Candy. Doch, der ist richtig süß. Guck mal, wie süß der aussieht. Der schnüffelt. Ich habe Angst vor dem. Ich will alles gut. Ich gehe nicht rein. Das ist aber noch ein Baby. Der wächst noch. Der wird noch größer. Ja, der wird noch größer. Weißt du, wie groß das Ei war? Das Ei war so groß wie ich gefühlt. Flausch, ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor diesen Sniffern. Der ist voll nett. Ja, der, alles der gut. Kann dir Sachen aus der Erde ausgraben. Zeig mal. Das kann der nicht auf Kommando, das kann der auch erst, wenn der erwachsen ist. Aber der legt sich dann so auf den Boden und macht... Und dann holt er da Sachen raus. Okay, ja, also ich werde ein bisschen Abstand halten. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Tier. Jetzt komm mal rein hier. Komm. Nee. Komm rein mit dir, Candy. Nee, alles gut, alles gut. Doch, komm mal her. Flauschi, nein, noch mal. Nein, ich guck ihn mindestens noch mal an. Hier von der Tür aus. Komm her. Mann, Flauschi, das mit schön, dieser Nase und all. Lass mich in Ruhe, Sniffy, bitte. Ich guck mal, wie lieb der ist. Komm, geh mal zu Candy. Getan. Hier so. Alter, du berührst ihn ja sogar. Ja, klar, guck mal, wie niedlich der ist. Der hat 6 und Beinchen. Ist das der einzige? Ist das der einzige Sniffer auf der ganzen YouTuber? Ja, bisher schon. Den kriegt man auch richtig selten, nur von diesem Alter, Pinsel. Wie sieht der denn aus? Der sieht ja voll chillig aus. Ja, klar, der ist auch richtig lieb. Der macht dir nichts. Der kann dich nicht mal angreifen. Nicht der mal, wenn ist voll du den schlagen würdest. Und ich bin schildig, weil ich ein Schild manchmal hab. Ja, okay, Flausch. Der greift mich nicht an. Nein, der kann dich gar nicht angreifen. Okay, Flausch, cooles Tier, feier ich.
One of One, einziger auf der ganzen YouTube-Insel, nicht schlecht. Und er ist hier in der Bergerburg. Finde ich cool. Wir haben hier einen verhalten Zoo, Flauschi. Kannst du mal aufhören, hier ständig irgendwelche Tiere reinzubringen? Ich werde alle Tiere der Welt... Ich habe wirklich bisher alle Tiere hierher gebracht. Die Schafe und Kühe sind von mir, die Fische. Der Zoo, guck mal, jetzt kommt der ganz nah. Ist, aber, Er ist so süß. Guck ihn dir an. Er hat so kleine Schlabberohren und seine Nase macht immer... Und da hat er sechs kleine Füße. Guck mal, wie süß die laufen. Bam, 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 bam. Ciao. Tschüss. Och, Mann, Candy fand's, glaub, nicht so cool, Leute. Aber ich finde es einfach richtig krass. Was macht der für Geräusche? der macht ganz normale Geräusche. Ich bin echt gespannt. Okay, tschüss. Ich bin echt gespannt, was wir kriegen, wenn der hier mal buddelt. Candy, was machst du denn die ganze Zeit? Tschüss, wollte ich sagen. Tschüss. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Tschüss. Ich bin echt gespannt, was wir so kriegen, wenn der groß wird. Aber ich... Hä? Was macht Candy da hinten im Loch? Candy? Hallo? Ey, Flauschi, was machst du denn hier? Kannst du mir raushelfen? Ich weiß selber nicht, wie ich hingekommen bin. Raushelfen, nicht runterfuggern! Flauschi, hör auf, bitte! Man muss hier rausschwimmen. Flauschi, bitte. Bitte verschone mich. Hör auf. Ich will... Candy, jetzt komm raus. Ich will einfach nur raus. Bitte. Dann helfe ich dir halt so. Danke, Flauschi. Danke, Flauschi. Ciao. Okay. Das war jetzt ganz schön. Candy ist manchmal echt ein Quatschkopf. Aber ich würde sagen... Unsere Aufgaben für heute sind erledigt. Der Sniffer ist geschlüpft und wir müssen nur noch warten, bis er erwachsen wird. Das kann auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Ich werde mich auf jeden Fall jede freie Zeit, die wir haben, daneben stellen. Jetzt auch noch 10 Minuten stelle ich mich jetzt noch daneben und warte, bis er groß wird. Ich zeige es euch dann in der nächsten Folge, wie der Sniffer groß aussieht und was er für uns ausgebuddelt hat. Deswegen würde ich sagen, Leute, von mir und Sniffy... Ist es das für heute gewesen? Vergesst nicht, neue Namensvorschläge in die Kommentare zu schreiben. Denn Sniffy, sein Name gefällt ihm, glaube ich, noch nicht so ganz. Deswegen würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein, lasst doch gerne ein Like und ein Abo dafür Sniffy, der hier auch im Hintergrund noch zu sehen ist. Und der hier auch gerade meinen Kopf so ein bisschen anschnüffelt. Entschuldigung. Aber ich würde sagen, Like und Abo. Schreibt in die Kommentare einen neuen Namen. Checkt mich auch auf Instagram und auf TikTok aus. Da heiße ich flauschi-yt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss. Ciao.